Als viertes Modell der Range Rover Palette soll sich der neue Velar zwischen den Evoque und den Range Rover Sport schieben. Den Größteil der Architektur teilt sich der Velar mit dem Jaguar F-Pace. Das verräterische Indiz? Der Radstand ist mit 2,87 Meter identisch. Die Länge beträgt 4,80 Meter. Ja, damit orientiert sich der Velar in Sachen Abmessung doch eher am etwas größeren Sport als am sehr viel kleineren Evoque. Das Design des Velar ist sehr reduziert. So fahren zum Beispiel die Türgriffe erst aus, wenn sie benötigt werden. Stolz ist Range Rover auch auf die extrem schmalen Scheinwerfer. Sie arbeiten serienmäßig mit LED-Technik und optional ist sogar Matrix-Laser-LED-Licht erhältlich. Auch im Interieur wurde auf eine möglichst einfache Optik geachtet. Die Zahl der Schalter und Bedieneinheiten ist aufs Nötigste beschränkt. Zwei 10,2 Zoll Touchscreens sorgen für Unterhaltung und Kontrolle. Damit jedoch die Praxistauglichkeit nicht zu kurz kommt, bietet der Velar 673 bis 1731 Liter Kofferraum und Anhänger können bis zu einem Gewicht von 2,5 Tonnen an den Haken genommen werden. Das Motorenprogramm besteht aus 6 Maschinen, die alle mit einer 8-Gang-Automatik gekoppelt werden. Dazu gehören 4-Zylinder Diesel mit 180 und 240 PS und ein 4-Zylinder Benziner mit 250 PS. Später folgt dann noch ein weiterer 2-Liter Motor, ein 300 PS Benziner. Zu den verfügbaren 6-Zylindern gehören hingegen ein 3-Liter V6 Twin Turbo Diesel mit 300 PS und ein V6 Kompressor Benziner mit 380 PS. Das Antriebskonzept beinhaltet außerdem einen Allradantrieb mit Terrain Response 2. Eine Stahlfederung ist serienmäßig, gegen Aufpreis gibt es eine Luftfederung. Letztere sorgt für eine Bodenfreiheit von 25 cm, bei der serienmäßigen Stahlfederung sind es 4 cm weniger. Bei den Assistenzsystemen unterstützen ein autonomes Notbremssystem, ein Abstandstempomat mit Stauassistent, ein toter Winkelwarner und eine Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer den Fahrer. Der Verkaufsstart ist im Spätsommer 2017. Die Preise beginnen bei 56.400 Euro.